Hallo PC Games Hardware Leser, wir sind wieder bei Frag PCGH am Start. Das letzte Mal haben wir erklären können, was mit den Testmustern passiert. Heute geht es um eine andere Frage, die wir häufig gestellt bekommen, und zwar, wie kann man denn Hardware-Redakteur werden, wie kommt man bei euch rein und so weiter. Und dabei ist erstmal das erste Grundsätzliche, wenn Leute in die Redaktion kommen, sei es als Praktikant, Volontär, was auch immer, dann haben wir ein Mindestalter von 18 Jahren. Das liegt grundsätzlich erstmal daran, dass wir halt häufig mit Anführungszeichen bösen Spielen arbeiten, also USK 18 Titeln. Und deswegen ist es auch eben nicht möglich, bei uns ein Schülerpraktikum zu absolvieren, aus Jugendschutzgründen eben. Bei den PC Games Hardware Redakteuren selbst ist es so, dass die meisten angefangen haben für PC Games Hardware entweder als Praktikant oder als freier Mitarbeiter. Dafür kann man sich bewerben. Praktika werden zum Beispiel ausgeschrieben. Freie Mitarbeiter kann man sich zum Beispiel mit einer Initiativbewerbung hervortun. Bei Initiativbewerbungen ist es halt grundsätzlich so, dass sie für Redakteursstellen oder auch für Volontärstellen, man kann sie abschicken, aber die Chance, dass sie halt angenommen wird, ist eher gering, weil es gibt halt ein bestimmtes Budget oder einen bestimmten Fachbereich, der bedient werden muss. Und das ist halt im Normalfall nicht so. Aber natürlich, wenn man sich bewirbt, ist man schon mal in der A-Den-Gibt's-Ja-Liste. Das heißt, wenn es Bedarf gibt, dann kommt der vielleicht eher in Frage. Oder diejenige. Die Praktikanten, die bei uns anfangen, die sind meistens im Rahmen eines Pflichtpraktikums da, weil sie studieren. Das ist meistens etwas aus dem Themenbereich Journalismus oder Informatik. Wo wir schon beim Studium sind, man braucht kein abgeschlossenes Studium, um bei PC Games Hardware anfangen zu können. Da geht es eher um tatsächlich praktisch vorhandene Fähigkeiten, die man eben beweisen muss. Man hat also normalerweise ein ordentliches Wissen, was Hardware angeht. Volontariat ist eben normalerweise vor dem Dasein als Redakteur angesiedelt in der PC Games Hardware Redaktion. Das dauert 18 Monate und gegebenenfalls ist man eben davor schon als freier Mitarbeiter, Online-Redakteur oder Praktikant aktiv gewesen. Und wenn man eben nicht sicher weiß, ist das überhaupt wirklich was für mich, Hardware-Redakteur, also Produkte testen und über Hardware schreiben, dann kann ich zum Beispiel empfehlen, im Forum sich zu bewerben bei Lesertests oder einfach da mal ein Review zu verfassen, einen Test. Weil man dann schon ein Gespür dafür bekommt, ob einem das überhaupt liegt, kann man so und so viele Zeichen über ein bestimmtes Produkt überhaupt schreiben oder liegt einem das eher nicht. Um euch mal zu zeigen, dass es halt nicht so viel Personalwechsel bei der PC Games Hardware gibt, habe ich mir mal eine Ausgabe geschnappt, 01 2008, also 2007 noch produziert und im Handel erschienen. Und im Vergleich dazu die aktuelle Ausgabe 03 2014, die man aktuell kaufen kann. Und wir schauen uns einfach mal auf der Redaktionsseite an, wer denn noch da ist. Das ist einerseits hier Thilo Bayer, Marco Albert, Carsten Spille, Frank Stöver, Daniel Warth und Raphael Vötter. Bei Raphael Vötter ist hier zum Beispiel noch Volontär angegeben. Das ist also der ganz normale Weg, Volontär und dann Redakteur. Und eine interessante Sache ist auch noch hier bei freien Mitarbeitern, haben wir drei Kandidaten. Und hier haben wir Andreas Link ganz rechts. Der hat es mittlerweile vom freien Mitarbeiter zum hier zu sehen, Fachbereich Online-Auftritt vom PC Games Hardware, also unser Chef-Onliner, geschafft. Und ja, da bin zum Beispiel ich jetzt noch dazu gekommen. Ich war 2007 noch nicht da, bin 2008 dazu gekommen. Ja, und da eben das PC Games Hardware-Team über die Jahre relativ stabil geblieben ist und das auch wahrscheinlich weiterhin der Fall bleiben wird, ist es eher eine seltene Gelegenheit, dauerhaft das PC Games Hardware-Team zu verstärken. Also gilt es, die Augen aufzuhalten, Ausschau zu halten, zum Beispiel in der Magazinausgabe oder auch auf der Webseite. Dort wird ausgeschrieben, wenn wir neue Volontäre suchen. Und in dem Sinne viel Glück, viel Erfolg und wir sehen uns beim nächsten Mal.